deutsches High-End. Dafür steht seit über 30 Jahren AVM aus dem süddeutschen Malsch. Herzlich willkommen hier auf der High-End in München, direkt bei AVM auf dem Messestand. Ich möchte heute wieder über Geräte und Klang reden und konzentriere mich jetzt auf die neuen CS 3.3 und 5.3 All-in-One-Geräte. Mehr zur Technik direkt nach dem Intro. CS 3.3 und 5.3 sehen genau gleich aus und ergänzen die gesamten Baureihen an All-in-One-Geräten, für die AVM schon Weltruf erlangt hat. Ich denke, AVM gehört heute wirklich zu den Herstellern, die High-End-All-in-One-Geräte bauen. Die sind toll verarbeitet, in der Manufaktur komplett in Handarbeit gefertigt. Und das macht sich natürlich auch im Design bemerkbar. Hier neben mir das Gerät in der Cellini-Variante mit verchromter Frontplatte. Das ist besonders schick, gibt es aber auch in ganz Schwarz und Silber. AVM baut seit über 30 Jahren in Süddeutschland, in Malsch, Hi-Fi-Geräte, angefangen mit Verstärkern, hat sich die Firma dann zum Vollsortimenter gemausert. Wir haben da ja auch schon ein Firmenporträt gemacht. Man sieht das, wie hier die Geräte einzeln zusammengebaut werden von Hand. Da wird bestückt, da wird gemacht. Auch die Metallverarbeitung ist dort in der Nähe. Und gerade diese Ovation-Geräte aus der Serie, die Geräte abstammen, ist genauso hergestellt. Kommen wir mal zur Technik. All-in-One-Geräte haben normalerweise Einschränkungen aufgrund der Größe, was Verstärkerleistung und ihre Ausstattung angeht. Ich würde mal sagen, mit CS 3.3 und 5.3 wurde das Thema hier komplett aufgehoben. 350 Watt Sinus pro Seite sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Also das ist mir immer ganz wichtig. Es geht um einen klassischen Hi-Fi-Aufbau, der entsprechend auch eine klangliche Performance liefert, die wir von High-End-Einzelkomponenten kennen. Und das klappt hier bei AVM. Wir können uns immer wieder selber davon überzeugen. Aber dazu ist natürlich auch eine ganze Menge an Technik notwendig. Modernere Technik, die jetzt Einzug erhält, zum Beispiel ein HDMI-Eingang mit ARC, wo ich richtig Auflösungen einspeisen kann. Auch hier an Bord der neue Extreme Engine, der über die RCX-App alles auch steuerbar hat. Das heißt, die ganzen Streaming-Dienste wie Qobuz, Tidal und so weiter lassen sich darüber alle abrufen und steuern. Hier wurde klanglich einer der besten Wandler auf dem Markt von ESS Sabra eingesetzt, der 9028, damit alles, was digital da reinkommt, auch entsprechend klingt. Die Digitalsektion noch mal weiter überarbeitet. Und was wir hier jetzt auch mal mit an Bord haben, sind regelbare Digitalausgänge. Zwei echt regelbare Digitalausgänge. Und das ist sehr zukunftsweisend, weil das wird uns noch öfter begleiten. In Zukunft auch bei Aktivlautsprechern, die auf den Markt kommen. Da haben wir dann überhaupt keine analogen Übertragungswege mehr. An alles wurde hier gedacht, auch an den Analogliebhaber. Phono-Teile, MM und MC wurden hier integriert und das in höchster Güte. Nochmal auf den Unterschied zwischen CS 3.3 und 5.3 zurückzukommen. Grundsätzlich sind die Geräte baugleich, haben auch die gleichen Leistungsdaten. Aber welche Klang dich einen draufsetzen möchte, greift zu der Version 5.3. Die hat eine Röhre im Vorverstärkerteil, die dem Ganzen noch einen audiophileren Charakter verleiht, noch mehr Livehaftigkeit, Dynamik. Das lohnt sich also wirklich. Was man heute auch nicht mehr an jeder Stelle findet, ist ein CD-Laufwerk. Und zwar eins wirklich, was den Redbook-Standard auch erfüllt. Das liest sogar auch mal eine kopierte CD, die ich aus den Zeiten der CD-Aufnahmen noch gemacht habe, sodass die gesamte Musiksammlung hier auch wiedergegeben werden kann. Internetradio mit an Bord, Bluetooth, aptX. Ich kann das also direkt auch aus dem Handy ansteuern, genauso wie die Airplay-Funktion. Der Wandler selber liest 32-Bit bis 384 kHz über die USB-Buchse, damit absolute Maximalauflösung möglich. Das Gerät ist room-ready und spielt auch DSD-Dateien ab, also absolut zukunftssicher und das mit den audiophilen Klangeigenschaften verknüpft, ein Traum. Sehr schöne Geräte. Ich hoffe, Sie konnten alles mitbekommen. Ist natürlich sehr belebt hier direkt von der Messe. Wenn wir so berichten, mehr zu den Geräten von der Technik her, finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier Komponenten vorstellen oder sogar eine ganze Firma. Bis demnächst.